Es ist ein parlamentarischer Meilenstein. Die Koalitionsfraktionen von Freien Wählern und CSU haben sich auf ein bayerisches Lobbyregister geeinigt. Damit gibt es erstmals in der Geschichte des Freistaats eine Pflicht zur Registrierung für Lobbyarbeit gegenüber Landtag und Staatsregierung. Landtagsvizepräsident Alexander Holt erklärt, welche Eckpunkte das neue Gesetz umfasst und wie es sich vom Lobbyregistergesetz des Bundes unterscheidet. Die zentralen Punkte unseres Lobbyregistergesetzes sind erstens eine umfassende Registrierung aller Lobbyisten. Im Unterschied zum Bundesgesetz fassen wir die Ausnahmen enger. Also auch Kirchen sind zum Beispiel nur ausgenommen, wenn sie tatsächlich religionsspezifische Belange verfolgen. Arbeitgeber, Arbeitnehmerverbände nur dann, wenn sie als Tarifpartner agieren. Zum Zweiten, wir legen Landtag und Staatsregierung zusammen einen verlässlichen, klaren Verhaltenskodex fest, an den sich alle Lobbyisten halten müssen. Es ist im Bund auch anders geregelt. Dort sollen nämlich die jeweiligen Lobbyisten selber einen Verhaltenskodex beibringen. Und das bietet natürlich Tür und Tor für Schlupflöcher, würde ich mal sagen. Und zum Dritten, und das ist das Wichtigste, wir normieren einen legislativen und exekutiven Fußabdruck. Das heißt, alle Stellungnahmen, alle Gutachten, die eingehen, bei einem Gesetzesvorhaben müssen transparent gemacht werden, indem sie dem Gesetzesvorhaben für jedermann sichtbar beigefügt werden. Und ganz wichtig, damit das Ganze kein zahnloser Papiertiger ist, haben wir Sanktionen aufgenommen. Das heißt, es gibt Bußgelder bis zu 50.000 Euro, wenn sich jemand nicht an diese Vorschriften hält. Dr. Fabian Mehring, parlamentarischer Geschäftsführer, wertet das Lobbyregistergesetz als großen Erfolg für seine Fraktion. Nicht zuletzt, weil die Freien Wähler schon lange für ein bayerisches Lobbyregister kämpfen. Schon im letzten Jahr im November haben Vizepräsident Holt und ich gemeinsam einen entsprechenden Gesetzesvorschlag in unsere innerkoalitionäre Beratung mit der CSU eingebracht. Jetzt gab es lange, lange Diskussionen und heute ist der Tag, an dem wir Vollzug melden können, an dem wir liefern können. Deshalb ein guter Tag für die Freien Wähler, aber ich meine schon auch ein guter Tag für Bayern, denn unser Anspruch ist es, moderne Politik zu machen, transparente Politik zu machen, was gerade unter dem Eindruck der Corona-Krise ja wichtiger ist als jemals zuvor. Nie war Politik so sehr auf das Vertrauen der Menschen angewiesen. Nie war so sehr Gift für das Innenverhältnis von Staat und Politik, wenn die Menschen Politik misstrauen, wenn politische Rattenfänger ihr Gift streuen und die Gesellschaft spalten, wie jetzt unter Corona-Bedingungen. Und deshalb ist es genau jetzt auch richtig, dafür zu sorgen, dass das Gegengift zur Anwendung kommt und es besteht in maximaler Transparenz als Wesensmerkmal moderner Politik. Und dafür haben wir Freien Wähler heute gesorgt. Dank dieser Transparenzoffensive kann sich zukünftig also jeder Bürger Bayerns darüber informieren, wer mitgesprochen hat, wann immer neue Gesetze auf den Weg gebracht werden. Damit leisten die Freien Wähler im Bayerischen Landtag einen wichtigen Beitrag, um Transparenz herzustellen und verloren gegangenes Vertrauen in unsere Demokratie zurückzugewinnen.